Ho, 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 und ne Buddel voll rum. Es ist wieder Zeit, das alljährliche Weihnachtsspecial des Mockcasts anzugehen. Und dieses Mal haben wir ein ganz großes Spektakel geplant. Also diesmal wird es was richtig Besonderes. Und ohne große Vorworte gehen wir sofort in vielleicht sogar den Höhepunkt dieser Episode. Und zwar eine liebe Geschichte, geschrieben von unserem guten Freund Aerith Skiller. Ein bisschen seltsam, aber naja. Also, wir haben verschiedene Charaktere und es sind alles ganz große Nummern aus dem Forum. Und wir werden nicht verraten, um wen es sich genau handelt. Den könnt ihr so raussuchen und dann am Ende der Geschichte, dann gehen wir einmal durch und dann können die Gäste sich auch zu erkennen geben. Und ja, ich glaube, das wird eine sehr lustige Erfahrung werden. So, seid ihr alle bereit? Jo. Jo. Ja. Okay, das waren 4 Ja's, also sind wir komplett. Nun gut, es heißt eine Weihnachtsgeschichte. An einem kalten und schneereichen Abend kurz vor Weihnachten stapfte ein junger Mann durch den Schnee, welcher laut unter seinen Stiefeln knirschte. In der Nähe hörte man, wie sich 2 Katzen um eine Mülltonne stritten. In der Ferne heulte ein Wolf. Und irgendwo schrie auch ein Baby. Der Mann war nicht der Weihnachtsmann, sondern hörte auf den Namen Toni. Zu Hause angekommen, ließ sich Toni auf sein Sofa fallen und startete seine X-Station U, welche mit dem uns bekannten Jingle aufstartete. Wie immer in den letzten Tagen freute sich Toni, sein derzeitiges Lieblingsspiel zu spielen, Mario Warfare. Zu seiner Enttäuschung konnte er heute Abend jedoch nicht auf den Server zugreifen, da ein neues Update verfügbar war, welches für 10 Euro installiert werden musste. Toni seufzte. Denn eigentlich hätte er ja jetzt gleich weiter zocken wollen. Das störte ihn viel mehr als die 10 Euro, denn diese sorgten immerhin dafür, dass neue Inhalte entwickelt werden konnten. Es ging aber auch um seine Platzierung in der Gaming-Weltrangliste und da galt es, keine Zeit zu verlieren. Was mache ich denn nun in der Zwischenzeit? Toni sagte das mehr zu sich selber. Da fiel sein Blick auf sein neuestes Smartphone und eine Mikrotransaktion später war Toni auch schon in dem Spiel vertieft, von welchem er nicht einmal selber genau wusste, warum er es nicht schon längst gelöscht hat. Ach Junge, was tust du da bloß? Die Stimme kam wie aus dem Nichts und Toni erschrak, da Rob natürlich fürchterlich und ließ dabei sein Smartphone fallen, welches wegen mangelnder Verarbeitung in 1000 Stücke zerbrach. Hallo, wer ist denn da? Toni schaute sich um, aber er konnte niemanden entdecken. Nur in der Ferne waren wieder der Wolf, die Katzen und das Baby. Und zusätzlich auch noch eine Schar Wildgänse zu hören. Ich bin der Geist deiner Gamer-Kindheit. Ich bin hier, weil du den Sinn des Gamings vergessen hast. Kannst du dich überhaupt noch erinnern? Darauf entgegnete Toni mit weinerlicher Stimme. Lass mich in Ruhe. Sieh nur, was du mit meinem Smartphone gemacht hast. Gut, ich zeige es dir. Komm mit. Bevor Toni weitere Widerworte von sich geben konnte, stand er auch schon draußen im Schnee vor einem kleinen Häuschen. Was ist denn jetzt passiert? Wo bin ich? Erkennst du diesen Ort denn gar nicht wieder? Der Geist ließ sich ein Unverständnis nicht anmerken. Hier bist du aufgewachsen, Toni. Los, schau doch mal durchs Fenster. Toni war so verwirrt, dass er dieser Aufforderung sofort Folge leistete. Drin sah sich Toni zu seiner eigenen Verblüffung selber, allerdings war er hier noch ein Kind. Dick eingepackt in einer Decke saß er da vor dem Fernseher und spielte auf seiner N64, sodass Toni fast nur seine wilden, schwarzen Locken zu sehen war. Draußen war es hingegen bitterkalt und der Wind pfiff um die Ecken. Erinnerst du dich noch daran, Toni? Erinnerst du dich daran, wie glücklich du warst? Du warst komplett in die Spiele versunken, welche du dir stolz ins Regal gestellt hast. Du hast weder Patches, DLC, Server noch die GEMA-Weltrangliste gebraucht. Es gab nur dich und das Spiel, alles andere war für dich weit weg. Und mit diesen Worten befand sich Toni wieder zurück in der Gegenwart.
Es dauerte eine ganze Weile, bis er seine Fassung wiedergewonnen hatte. Danach stieß er einen leisen Fluch aus, als er die Überreste seines Smartphones starrte. Verdammte Mikrotransaktion, das schöne Smartphone. Vollends aus seiner Lethargie gerissen wurde Tony aber erst durch den bekannten Jingle. Das sollte eigentlich der von vorhin sein. Welcher verkündete, dass die Server von Mario Warfare wieder bereit waren. Oh, ich muss wohl kurz eingeschlafen sein. Was für ein seltsamer Traum. Und so spielte er eine ganze Weile ungestört. Er ballerte. Bum, bum, bum. Gumbas zerplatzten. Und durch das geöffnete Fenster waren auch die sich streitenden Katzen wieder zu hören. Doch plötzlich... Tony, du enttäuscht mich. Ist denn in dir jeder Funke deiner Kindheit erloschen? Dann schau dir doch einmal die Gegenwart an. Und so wurde Tony ein weiteres Mal auf eine Reise mitgenommen, welche in einem verrauchten Sitzungszimmer endete. An einem großen Konferenztisch saßen eine Reihe älterer Herren im feinsten Zwirn, qualmten und lachten. Siehst du diese Männer, Tony? Das sind die Publisher deines aktuellen Lieblingsspiels. Ohne große Anstrengung sind sie unermesslich reich geworden. Boah, nun lass mich endlich in Ruhe. Ich darf da wohl noch selbst einmal mein Geld bestimmen. Mir geht es gut und ich bin glücklich, als Zieleine, du Opfer. Und wenn ich dir sage, dass diese Männer noch viel finstere Pläne verfolgen. Ha, das glaube ich erst, wenn ich sehe. Tony biss sich auf die Zunge, da er dieses Mal gleich selber die Stallvorlage für einen weiteren Ortswechsel gegeben hatte. Und so kam es denn auch und schwupps befand sich Tony in einer kahlen, riesigen Lagerhalle, in welcher sich hunderte Betten dicht an dicht drängten. Tony schluckte. Was ist das für ein Ort? Das ist die Zukunft, Tony. Besser gesagt, deine Zukunft. Du glaubst mir nicht? Dann guck dir doch den Kerl im Bett gleich vor dir an. Tony näherte sich langsam dem Bett und erkannte sich selber. Allerdings war der Tony der Zukunft schon etwa 60 Jahre alt, völlig abgemagert und überall aus seinem Körper ragten Schläuche. Zudem starrte er mit weit aufgerissenen Augen an die Decke. Nein! Doch, Tony, das hier ist deine Zukunft. In etwa 10 Jahren besitzen alle Konsolen eine neuronale Schnittstelle. Und auch du hast dich verkabeln lassen. Auch jetzt, in diesem Moment, bist du in einer virtuellen Welt gefangen und die Publisher haben zuerst all dein Geld genommen und jetzt verkaufen sie dein Blut, um noch mehr Geld zu verdienen. Die Worte des Geistes hingegen hingen noch minutenlang in der Luft und Tony war kaum fähig, einen klaren Gedanken zu fassen. Die Ruhe war gespenstig. Nach einer Weile fand Tony wieder halbwegs seine Fassung und fragte: Wie kann ich das verhindern? Der Geist lachte darauf nur. Es ist nicht meine Aufgabe, dir zu sagen, was du tun sollst. Ich bin nur hier, um dir zu helfen, die Wahrheit zu sehen. Und mit diesen Worten war Tony wieder zurück in der Gegenwart auf seinem Sofa. Der Geist war jedoch endgültig verschwunden. Tony saß eine halbe Stunde regungslos da. Dann sprang er auf, packte seine X-Station U. Und warf sie aus dem Fenster hinaus in den Schnee. Danach stieg er in den Keller und kramte einen alten Karton hervor, welcher er abstaubte und die Treppe hochtrug und in seinem Zimmer angekommen schließlich sorgsam öffnete. Darin befand sich sein alter N64. Einmal angeschlossen an den Fernseher zockte Tony dann die ganze Nacht die Spiele seiner Kindheit und hatte dabei so viel Spaß wie schon lange Zeit nicht mehr. Frohe Weihnachten! Hey! Applaus! Applaus! So, das war unsere kleine Weihnachtsgeschichte. Ich wiederhole, geschrieben von unserem, von dem uns allen Bekannten und dem beliebten Aerith Killer. Ich glaube, der Sinn der Geschichte ist jedem klar. Ach, wart ab, Tony. Irgendwann bist du an eine Twitter-Maschine geschlossen. Auf jeden Fall, das waren die Stimmen unserer Gäste. Zum einen haben wir natürlich meinen Co-Moderator Final. Hallihallo, liebe Leute. Ja, herzlich willkommen bei der besten Mokas-Folge aller Zeiten. Und ich freue mich auf diese Folge und bin sehr froh, dass wir einige Gäste dabei haben. Genau. Und
Der liebe Final hat einen Teil der Geräusche beigesteuert. Ich muss sagen, das waren wirklich die Highlights der Geschichte. Die andere Hälfte dieser Geräusche hat unser Razorback hinzugefügt. Hey, ja, schön, dass ich dabei sein kann. Ich freue mich sehr. Ja, das ist das erste Mal, dass du bei einem Weihnachtsspecial dabei bist. Ja, super geil. Genau deswegen ist die Freude auch riesig. Gut, so, der äußerst gruselige Geist wurde gesprochen von unserem lieben Alhüben. Yay, hallo, ich freue mich auch wieder dabei zu sein. Ich glaube, ich war bei fast jedem Weihnachtsspecial dabei. Ich kann mich nicht so gut erinnern, aber ich war bei ziemlich vielen dabei. Wir hatten nur zwei, also... Wir hatten drei. Der Weihnachtsspecial. Ach, scheiße, Moment, wir hatten... 2010, 2011, 2012. Singen? Warte mal, wir hatten mal gesungen. Wir hatten bisher schon vier Weihnachtsspecials. Was? Ja, 2010 haben wir mit dem Mokas angefangen. Oh, natürlich hatten wir da ein Weihnachtsspecial, okay. Dann 2011, 2012, 2013. Ja, so ist das. Cool. Ah, wie die Zeit vergeht. Ja. Und die letzte Stimme im Bunde, den lieben Toni, durfte ein ganz besonderer Forumsregierer sprechen, und zwar unser beliebter Toni. Jo, hallo, kennt ich auch als euch. Treff. Genau. Ich fand, also das mit dem Akzent hast du perfekt hinbekommen. Hast genau. Ja, es fiel mir nicht ganz einfach, aber ich denke, ich habe mein Bestes gegeben. Auf jeden Fall, dafür kriegst du den Oscar. So, ja, das... Ich weiß nicht, das hat jetzt eine Weile gedauert, aber egal, wir haben noch ganz viel Zeug und ganz besonders, wir haben noch ein Gewinnspiel am Laufen. Ihr sollt ja eure Weihnachtswünsche schicken und dann gab es ein paar Weihnachtswünsche, die ankamen. Wir hatten mehr erwartet, muss ich sagen. Es kamen ein paar ein und danke für die bis jetzt alle geschickt haben, und ich denke, von hier kann Final übernehmen, denn jetzt werden wir uns ein paar davon anhören und am Ende den Gewinner küren. Ja, genau. Ja, wie der Jan schon erklärt hat, haben wir von den, wie jedes Jahr, haben wir von den Usern ein paar Weihnachtswünsche uns gewünscht. Und die werden wir jetzt vorlesen und kommentieren. Und der Wunsch, der von, aus unserer Sicht am kreativsten war oder am coolsten, der bekommt dann am Ende Bravely Default zugeschickt, welches von Nintendo freundlicherweise gesponsert wurde. So, wir fangen jetzt an. Der erste Wunsch ist von LinkFan7. Der war auch schon mal beim Mokas dabei, glaube ich, oder? Keine Ahnung. Ja, kann sein. Ich weiß es nicht. Okay, ich lese es mal vor. Ich wünsche mir vom Weihnachtsmann, dass ab jetzt jedes Spiel mit Lightning als Main-Charakter erscheint. Dazu noch ein Bomberman X Mega Man Spiel für den 3DS und ein Bloody War für die Wii U, bei dem jeder Kämpfer ein Lightning-Kostüm trägt. Hab ich schon erwähnt, dass Lightning Beyond Good and Evil und Shenmue 3 auch verschönern würde? Bitte verprüge mich nicht, Weihnachtsmann. Mir würde auch jedes genannte Spiel ohne Lightning gefallen. Hauptsache, diese wunderbaren Reihen bekommen endlich mal eine Fortsetzung. In Liebe, dein LinkFan7. Ja, was ist Bloody War? Habe ich schon nie von gehört. Das ist so ein Kennst du nicht? Das ist so ein Bettler mit Tieren. Leute hätten nicht trinken sollen, bevor sie Wünsche anschicken. Lightning überall. Bloody War, ist das ein Fighting-Game? Ja, das ist so ein Brückler. Da kannst du nicht. Ja, das war auf der PSX sehr groß. In irgendwelche Biester verwandeln. Also jeder Charakter kann sich noch in so einen Hase, in Bär, in irgendwas anderes verwandeln. Wolf oder so. Also hat echt Spaß gemacht damals. Ja, das war cool. Aber also PSX, ich hatte so den ersten Teil, ja. Die PSX waren digitale Videorekorder, das weißt du. Also PlayStation 1. Das fang ich mit dem Thema an. Doch, ist wirklich so. Ich weiß, dass es so ist. Ja, aber jeder weiß, was gemeint ist. Sag einfach PS1. Das weiß nicht, was jeder was gemeint ist. Können auch sagen, aber die mit X im Namen klingt es viel cooler. Genau. X. Ja. Okay. Genau wie Xenoblade Chronicles X. Okay, also, der nächste Wunsch ist von einem gewissen Ben. Hi, mein Name ist Ben und mein größter Wunsch zu Weihnachten ist, meine Monster Hunter Gruppe endlich um einen vierten Spieler zu erweitern. Ich spiele regelmäßig mit zwei Freunden Monster Hunter 3 Ultimate. Wieder suchen wir schon seit längerem einen vierten Hunter, um unsere Gruppe zu komplettieren. Wir wohnen und studieren in Jena. Falls also bei jemandem im Forum, der in Jena wohnt, Interesse besteht, uns beizutreten, würde ich mich über eine Nachricht im Forum sehr freuen. Freundlich begrüßen, Ben. Ja, falls jemand von den Zuhörern hier Monster Hunter 3 Ultimate gern spielt, dann kann er sich bei Ben melden. Ben, also der Accountname ist einfach BEN. Könnt ihr dem private Nachricht schreiben, wenn ihr in der Nähe von Jena wohnt, und ja, viel Spaß mit Monster Hunter. Was nicht so mein Spiel Blond ist. Seid und Brüste also, habt, dann so erst. So einen habe ich noch nie gehört. Was ist los? Ihr habt noch nie von Monster Hunter gehört? Nein, dann meldet ihr euch bei mir. Okay.
Ja, aber nein, also so der Wunsch ist sehr außergewöhnlich. Ich könnte mir auch nicht vorstellen, ein paar Folgen Monster zu spielen, obwohl es in Japan verschiedene machen. Ja. Ja, der nächste Wunsch ist von Sansa, auch sehr bekannt bei uns in der Community. Hey Final, also von Warzmann wünsche ich mir, dass ich meine Dark Souls 2 Spieldaten in die PS4-Version übertragen darf. Und vielleicht noch ein paar weitere Speicherslots, damit ich neue Bilder erstellen kann. Dass es mit jpgames.de weiter bergauf geht, fände ich auch noch schön. Aber ich denke, da braucht ihr den Weihnachtsmann nicht für beide tollen Arbeit, die ihr leistet, zu bedanken oder sowas. An dem Gewinnspiel möchte ich nicht teilnehmen, da ich Bravely schon besitze, aber ein geiler Preis ist das schon. Ja, vielen Dank, Sansa. Ich sympathisiere mit deinem Wunsch. Ja, genau. jpgames.de geht sowieso weiter bestätigt, auf. Oder? Dass man sein. Ach so. Es wurde auch schon bestätigt, so ungefähr, dass man das machen kann bei Dark Souls. Das wäre natürlich eine geile Sache. Ich glaube, ich habe heute sowas gelesen. Müsste man mal nachgucken, genauer. Kommt denn Dark Souls 2 für PS4? Ja, das PS4. Oh, für Mann, hast du was verpasst. So out of date, wie ein Geist. Ja, diese Gen ist halt. diese Generation ist halt alte Last-Gen-Spiele auf die neuen Konsolen zu übertragen. Das ist halt die aktuelle Generation. Ich will nicht. Das Schlimmste. Ja. Heute ja mit Devil May Cry. Also ich habe mich gefreut, dass sie was Neues ankündigen, weil sie es so geteasert haben. Und dann kommen die einfach mit. Ach, das war nicht gut. Ja, obwohl es halt zu erwarten war, ganz ehrlich. Es ist halt billig zu machen, ne? Und also nicht unbedingt sehr billig, aber billiger als ein komplett neues Spiel zu entwickeln. Ja klar. Und wenigstens haben sie eine neue IP im Köcher. Also das kann man denen zugutehalten. Welche neue IP? Dann ist bis jetzt die PlayStation 4 der beste PlayStation 3 Emulator. Ja, ist so. Ja, das stimmt. So, der nächste Wunsch ist von Danny 1992. Ich wünsche mir von Weihnachtsmann, dass es einen Final Fantasy Crossover gibt, in dem viele beliebte Charaktere zusammentreffen und ein großes Abenteuer bestehen müssen. In Klammern, natürlich für die großen Konsolen. Ja, für den kleinen Handheld gibt es ja schon als Final Fantasy Dissidia. Dissidia, ja. Und ja, aber ein großes Konsolenabenteuer wäre ja vielleicht auch mal ganz schick. Kingdom Hearts, mehr oder minder. Ja. Okay, Kingdom Hearts 3. Mehr oder minder. Bald raus. Ja. Bald. Ja. This year, oder? Ne, dieses Jahr nicht mehr. Ich glaube, also die Chancen stehen gut, dass ein Dissidia noch vor Kingdom Hearts rauskommt. Du kannst ja wahrscheinlich noch in zwei Weihnachts-Mockcasts erwähnen. Ja, auf jeden Fall. Das kannst du dir nochmal wünschen. Also es wurde schon ja mehrmals gemunkelt, dass Dissidia auf die großen Konsolen kommen sollte. Und vielleicht, also es ist nicht ganz unwahrscheinlich. Es war eine beliebte Serie auf der PSP. Du bist ein riesiger Dissidia-Freak, ne? Auf jeden Fall. Also mit dem ersten Teil habe ich weit über 1000 Stunden verbracht. Das ist krass. Alter. 1000 ja, das Stunden, ist einfach so geiles Spiel gewesen 1000 damals. Stunden, Alter. Einfach 1000 ja. Stunden spiele ich in 3 Jahren ungefähr. Du hättest 1000 Stunden Japanisch lernen können. Ja, ich hab auch mehrere Jahre für gebraucht. Okay. Das ist trotzdem aber voll krank. Es hat Spaß gemacht, jedes Item zu sammeln und alles, also es war ein geiles Spiel, es hat unglaublich Wie viele Tage gemacht. Sind das? Dafür habe ich mit Dissidia Duo, dafür habe ich mit Dissidia Duo Dekim viel weniger Zeit verbracht. Okay. Nur 900 Stunden. Nur dreistellig. So, der nächste Wunsch ist von Fulminis Nictus oder sowas, Fulminis Ictus. Hi, ich möchte auch gerne beim Gewinnspiel mitmachen, da ich mir schon seit längerer Zeit Bravely Default besorgen will, aber nie dazu kam. Außer beim Gewinnspiel zu gewinnen, wünsche ich mir, dass Kenji Ito, Komponist für die Saga- und Mana-Serien, wieder zu den Videospielen zurückkehrt und mal wieder einen Soundtrack komponiert. Es gibt ja das Gerücht, dass Square Enix möglicherweise diese beiden Serien wiederbeleben will, und es wäre schön, wenn sie den für mich besten Battlefield-Komponisten dafür anheuern könnten. Freundliche Grüße, Fulminis. Also das war ja ein richtig cooler Wunsch, muss ich sagen. Ja. und sein Wunsch wurde ja halbwegs erfüllt, weil gestern kam die Ankündigung, dass die Saga-Reihe neu aufgelegt wird für die PS Vita. Genau. Hat jemand von euch irgendwas am Hut mit Saga? Ja. Es gab mal eine Unlimited Saga. Ja. Das habe ich überhaupt nicht. Ja, Unlimited Saga. Für PS2? Ja, ich meine, das klang total toll, aber irgendwie war das so kompliziert, ich bin nie weitergekommen und habe das aufgegeben nach 2 Stunden. Okay. Sind alle Saga-Spiele so, oder? War das... Nee, also alle sind hochkomplex, aber so extrem ist es jetzt nicht. Ich fand Romancing, ich habe Romancing Saga gespielt für PlayStation 2 und war jetzt nicht so komplex. Es hat richtig Spaß gemacht. Und der Soundtrack von Kenji Ito war Hammer.
Und der Soundtrack wird jetzt vom PlayStation Vita-Spiel auch von Kenji Ito komponiert. Das heißt, sein Wunsch wurde komplett von uns erfüllt. Also, ja, da wurde er sich gewünscht hat dann. Und wir haben das ermöglicht. Ja, genau. Also nächstes Jahr wünscht euch ganz viele Sachen. Niemand hat sich gewünscht, dass Final Fantasy 15 früher rauskommt. Früher als 10 Jahre? Realistisch früher als 2 Jahre. Ja, der nächste Wunsch ist von Bachmann. Ich wünsche mir vom Weihnachtsmann, dass Levi mit seinem 3D-Manöver-Gear durch mein Fenster mit einem Wii U mit Smash Brothers und Windbreaker HD im Gepäck kommt. Dann dazu noch eine hübsche Figur von sich selbst. Mann, das wäre awesome. Okay, Bachmann, wer ist Levi? Habt ihr irgendeine Ahnung? Ja, kennst du nicht? Guckst du nicht Attack on Titan? Ja, es gibt da. Woher soll man wissen, dass das irgendeine Figur aus einem Anime ist? Ich dachte, das wäre ein Kumpel von ihm oder so. Weißt du, wie das gerade. Wie trendig ja, das ist, okay, Titan, Jan. Wie jetzt vor Monaten war. Ja, ich guck auch keinen Naruto, ich guck auch keinen Avatar-Legende von Aang oder so. Ja, aber Attack on Titan sind halt nur 24 Folgen bis jetzt. Das ist doch nur so eine Kampfserie, oder? Ungefähr so, und die sind halt. Nein, die ist richtig gut. Also, ich guck auch nicht mehr viel an mir in letzter Zeit, aber der war heftig. Zumindest bis zur 13. Episode. Hast du gefällt? Richtig, richtig, richtig ultra geil. Okay. Und heftiger Soundtrack. Heftiger Soundtrack, also, ja. Ich mir trotzdem nicht auf. Komm, tu es dir an, ich weiß, es ist. Nee. Der Komponist. Das ist der Komponist, der jetzt für Xenoblade Chronicles X komponiert. Oh, na super, da wird's ja richtig toll. Okay. Das ist richtig was für dich, Melvin. Ja, Xenoblade, jetzt. Okay, der nächste Wunsch ist von Ali Bubsen. Ich weiß nicht, was das für ein Name ist. Der hat nur einen Wunsch eingereicht, weil er den Namen sich gewählt hat. Dass wir das vorlesen. Ich wünsche mir. So, sie oder er, also ist das ein. Irgendwas. Ich kann nicht nachschauen, was das Geschlecht ist. Das ist bestimmt eine sie. Das ist ein Ali Bubsen. Jetzt lese einfach vor. Okay, ich wünsche mir, dass noch einmal das originale Final Fantasy VI Team zusammenkommt und ein schönes 2D JRPG macht, aber mit heutigen Möglichkeiten. Auf jeden. Das wäre echt geil, muss ich sagen. Vor allem gibt's dann so keine DLC-Scheiße hoffentlich. Aber was meint sie mit 2D JRPG mit heutigen Möglichkeiten? Okay, da kommt man vielleicht ein paar neue Effekte machen, aber bei 2D kann man ja eigentlich nicht mehr viel rausholen, wenn also die Auflösung kann man erhöhen und so, aber keine Ahnung. Vielleicht ein 3D-Titel, oder? Also nee, sie meint 2D. Ah, 2D, okay. Also es müssen ja nicht Sprites sein und Pixel, sie können auch handgezeichnet zum Beispiel 2D-Spiel mal machen, so ein 2D-Rollenspiel, das wäre doch mal cool. Ja, ist ja auch eine gute Idee. Okay, sie ist übrigens eine Frau. Ach, tatsächlich? Was? Ja, nee, krass. Mach keinen Scheiß. und 32. Okay. Gut, jetzt. Jetzt ist gut, ja. Oh, der Chef ist da. Ich hab's auch noch den Monat noch sagen, aber das ist, glaube ich, zu hart. So, der nächste Zitat ist von. Nee, der nächste Wunsch ist von Yuleva. Das ist, glaube ich, auch ein weibliches Wesen. Nee, ist Neutrum. Nicht angegeben im Forum. Huhu, freue mich wieder schon auf das Weihnachtsspecial. Ich wünsche mir. DS, Tagebuch inklusive Signatur zu Weihnachten, das wäre schon nett. LG Juli. Meint sie das Tagebuch oder was meint sie? Das ist ein geiler Wunsch. Nein, das Tagebuch von Bravely Default. Genau. Ach, das ja, okay, woher soll man das wissen? Okay, ja, okay, cool. Das kann man schon wissen. Wenn man nicht Bravely Default gespielt hat, wie soll man das wissen? Ja, wieso sollte man nicht Bravely Default gespielt haben? Ganz genau. Weil der Weihnachtsmann noch nicht unter die Tanne gelegt hat. Okay. Ja, so. Also ich hab mir Bravely Default auch zu Weihnachten gewünscht und freue mich schon sehr auf den Titel. Und wenn's nicht so gut ist, wie manche hier meinen, dann gibt's ordentlich Krach. Würde ich mal sagen. Okay. Ja, ja, dann ist 1 gegen 100. Ja. Nee, es gibt ja mehr. Es gibt ja nicht der einzige. Ich habe ja gesehen im Forum, bei der Umfrage, schlechtestes Spiel aller Zeiten, haben einige Leute Bravely Default genannt. Ja, die haben das Spiel nicht verstanden. Das war ein Troller. Würde ich jetzt nicht. Meinst du, das kann man pauschal so sagen, dass alle. Ich weiß, es waren 20 Leute oder so, die es geschrieben haben. Ich meine, wenn die alle schlecht fanden, dann haben die es ja schlecht gefunden. Na gut. Die haben es nicht verstanden. Okay. Ich verstehe nicht, wie man. Okay, egal. Also ich kann verstehen, wie man sagt, am Ende wird's halt ein bisschen zu viel. Und zu wiederholend, aber man kann nicht einfach sagen, das Spiel ist scheiße, da wird viel zu viel richtig gemacht.
Ja. Nächster Wunsch. Der nächste Wunsch ist von El Bichito. Ja, dass endlich weniger Kinder Call of Duty zocken. Ho, ho, ho. Und damit stimmst du überein, oder? Geiler Wunsch. Also, Ich hab nichts gesagt. Jan? Achso, auf jeden Fall ein geiler Wunsch. Ich seh's gerade selber. Was? Hallo? Ja? Red doch mal jetzt. Mann. Jan? Bist du da? Mich noch? Ja, wir hören dich. Hört ihr mich nicht mehr? Ich hab gerade Oh Mann, oh Mann. Call of Duty. Achso, ich spreche doch die ganze Zeit. Ja, red doch auch. Ja, ich wollte sagen, dass Call of Duty geil ist und dass viel mehr Kinder das spielen. Hä? Der Wunsch hat, dass sollen weniger Kinder Call of Duty spielen. Also, finde ich. Okay. Alles klar. Was? Nächster Wunsch. Alter, Jan, bist du besoffen? Bist du auf Druck? Was ist los mit dir? Ja, es werden gerade Leute verarscht. Meine Fresse. Nächster Wunsch ist von Adrian Sigger. Ja, gut, dass er mit seinem ganzen Namen angemeldet ist. Na gut. Lieber Weihnachtsmann, ich weiß, ich habe dich schon lange nicht mehr geschrieben. Das letzte Mal müsste so von 17 bis 19 Jahren gewesen sein. Ich war in den letzten Jahren sehr artig und habe einen Waschzettel erstellt. So steht's hier. Ich wünsche mir von dir mehr Zeit zum Zocken. Ich wünsche mir, dass Square Enix Final Fantasy 2015 releasen wird, in Klammern XD. Ich weiß nicht. 2015? Glaubt ihr daran? Es ja. besteht noch die absolut geringe Möglichkeit, dass das möglich ist. Was geht? Ich meine, wir haben. Es muss 2015 kommen. Es wäre lächerlich, wenn es nicht 2015 nicht kommt. Nicht unbedingt. Ich glaube auch, dass es 2015 noch kommt. Mittlerweile, weil jetzt ist ja der Trailer draußen. Bald kommt die Demo. Na, vielleicht ist 2016. Ja, genau. Aber eine Demo am Anfang des Jahres 2015 rauswerfen und dann erst 2016 veröffentlichen. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ein Jahr danach. Schau dir Gran Turismo an, das ist da genauso. Wen interessiert das Gran Turismo? Das ist ein Prolog? Das ist ein Autorennspiel. Das ist immer wieder das Gleiche. Aber Final Fantasy. Kennt ihr diese Reihe von Kojima mit. Also auf jeden Fall. Ey, ich wollte mal auch sehen. Kennt ihr diese Reihe von Kojima mit diesen ganzen Gundam-Maschinen, ne? Dawn of the Enders. Dawn of the Enders. Da gab's auch eine Metal Gear Solid 2 Demo. Und ich glaube, es kam da auch erst ein Jahr später raus. Naja, gut. Ja. Ja, also wir gehen von 2016 aus. Ich jedenfalls. Ja, okay. Nächster ja. Wunsch von Adrian Sigger ist, ich wünsche mir Agnes Philosophy für die PS4. Agnes Philosophy ist auch diese Tech-Demo, ne? Ja. Technik-Demo, ja. So ein schöner Wunsch, ja. Mhm. Ja, also das ist ja schon... Die Tech-Demo gibt's ja in echt. Und die ist für ja, das soll ein Spiel draus gemacht werden, genau. Das wäre aber cool. Ja. Das Gemunkel gibt's ja auch. Weiterhin wünscht er sich, ich wünsche mir, dass Square Enix uns nicht mehr trollt. Ich weiß nicht, was niemals passieren. Tut mir leid. Das genau meinst du? Reicht die Kraft des Weihnachtsmanns nicht aus. Also das kann ruhig bestehen bleiben. Also ich find's immer wieder schön. Ach, er meint es wahrscheinlich als Final Fantasy 17, Final Fantasy 7 Remake. Ja, und be excited. Wo wären wir denn, ja. wenn wir solche ja. Geschichten nicht hätten? Ja. Please be excited. Ja, stimmt wohl. Aber am meisten wünsche ich uns RPG-Fans ein rollenspielreiches Jahr 2015. Liebe Grüße, Adrian. Ja, das ist sehr nett. Ja, danke. Danke, und ich glaube, es wird einige Rollenspiel-Highlights im Jahr 2015 geben, unter anderem Persona 5. Dann gibt es Final Fantasy Type-0. Genau, das wird nice. Dann gibt's noch Bloodborne. Trails in the Sky, Second Chapter. Meinst du, es kommt 2015? Oh ja. meint ihr das neue Ys? Nein, Trails in the Sky. Ja, auf jeden Fall. Also die sind ja dran, immer noch an der Übersetzung. Aber... Das dauert sehr lange, ne? Ja, aber nicht so lange dauern. Werden sie schon schaffen. Ja. Werden sie schon schaffen. So, der vorletzte Wunsch... Meint ihr, Ys kommt noch nächstes Jahr raus, das neue? Für PS4 und Vita? Ach, keine Ahnung. Boah, nee. Ich hab noch nie was von Ys gespielt. Ach Mensch, Melvin. Das heißt Ys übrigens. Ja, Ys, ja. Ja genau, Ys. Ja. Ich es weiß nicht, bisher hat man... Egal, Ys. Also es gab schon Gameplay immerhin, aber ich weiß es nicht, wie schnell die Spiele so raushauen. Wichtig ist doch nur, cool, dass Fall. Zelda pünktlich zu Weihnachten erscheint, oder? Das nächste, Zelda? Na, auf jeden Fall. Aber weiß ich jetzt nicht.
Das, oh, doch. Aber ich kann es nicht. Wo das Pferd nicht gegen die Bäume rennt. Ja. Wobei Zelda kein. Ja. Okay. Der vorletzte Wunsch ist von Grauvoga. Ich wünsche mir zu Weihnachten, dass Square Enix einen neuen Teil der Dissidia-Reihe für den 3DS wieder ankündigt. Diesmal müssen es aber ein Chocobo und Muki als spielbare Charaktere enthalten sein. Kann man nichts Besseres vorstellen, als Sephiroth mit meinem Bommel zu verhauen. Ein ja. Schöner Wunsch. Ja, kann ich gut ausverstehen, obwohl ich mich glaube, dass ein Spiel gleichzeitig für die 3DS und Vita rauskommen kann. Es kann passieren. Also, dass die dann so ähnlich sind, also wirklich. Also Conception. Das gab's nicht so oft. Conception ist so. Ja, aber ich glaube, also bei One Piece Unlimited World Red hat's halt auch geklappt, nur war die Vita-Version einfach viel besser. Ja, das wird bei Dissidia auch so sein. Also einfach weil die Hardware besser ist, würde ich sowieso immer zur Vita-Version reifen. Naja, auf jeden Fall. Ja. Ja, genau. Okay. Ja, auf jeden Fall, das waren die Wünsche. Und ich glaube. Was? Du bist okay, der letzte Wunsch ist von Rayas. Ich wünsche mir von Weihnachtsmann eine Kampfkraft. Ich glaube, das Problem ist, wenn ich was sage, dann kommt es erst sehr versetzt an bei auch. Euch. Glaube ich auch. Mhm. Ich wünsche mir. Rayas schreibt: Ich wünsche mir für Weihnachtsmann eine Kampfkraft von Over 9000. Das ist ein ganz toller Wunsch. Ohne irgendeinen Bezug auf die Realität. Na super. Okay. Ja, ich hab's nicht verstanden, akustisch. Achso, nochmal. Schreier schreibt: Ich wünsche mir von Weihnachtsmann eine Kampfkraft von Over 9000. Alles klar, ja. Ja, also das waren jetzt die Wünsche. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Ich benötige einen Trommelwirbel, um anzukündigen, wer das Spiel gewonnen hat, also Bravely Default. Es gewinnt. Wie tun sie? Fulminis Ictus. Du kannst dich bei mir im Forum melden oder bei dem Prev lieber. Dem kannst du dann deine Adresse schicken und dann schickt dir der Bravely Default mit ganz viel Liebe und ein Autogramm, wenn du möchtest. Ja. Ja, dann wären wir jetzt durch für die. Ja, also, es waren auf jeden Fall alles tolle Wünsche. Ja, muss man sagen. Naja, nicht alles unbedingt, aber gut, ja. Also, Moment mal kurz. Also, ich bin viel zu versetzt. Sag mal A und ich sag B direkt danach. A. B. C. Es sollte andersherum sein. Da waren jetzt so zwei Sekunden. Final, es muss andersherum sein. Du musst A sagen, der muss direkt danach. Okay, stimmt wohl. Okay, ich sag A. Okay, sag du A und sag A. Mhm. Okay, Jan, also wie viel Glühwein hast du getrunken? Ja, ich bin dafür, das bleibt drin. Okay, nochmal A. Jan? B. Alter! Oh. Krass. Okay, ja, lass uns weitermachen irgendwie. Ja, jetzt, ja, vielen Dank für die ganzen Wünsche. Jetzt kommen wir zu den Tops und Flops dieses Jahres. Jeder von uns fünf hat sich eine Liste überlegt mit den drei Lieblingsspielen aus dem vergangenen Jahr und mit den drei oder etwas weniger vielleicht mit den drei Flops des vergangenen Jahres. Wir können einfach rein umgehen. Ich würde sagen, der Alhim fängt an mit seinen Top 3 Spielen aus dem Jahr 2014 mit Begründung. Ja, und vom dritten Platz bis zum ersten, bitte, damit es irgendwie eine spannende Aufnahme ist. Ja, genau, danke. Top 3, nicht wahr? Ja. Richtig. Dritter Platz geht für mich an. Also, ich habe nicht so viel gespielt, aber trotzdem geht für mich an Danganronpa 2. Goodbye, Despair. Begründung ist ein geiles Spiel, was soll ich sagen? Nee, ich habe Danganronpa 1 schon gespielt und ohne zu spoilern war das Ende überraschend und ich dachte, im 2er wird es nicht wieder so ein überraschendes Ende geben, aber das Ende hat mich auch überrascht. Jetzt habe ich das Wort schon zu oft gesagt, jetzt ist es abgenutzt. Hat jemand ja. Gut, weiter im. Hat jemand von euch auch Danganronpa 2 gespielt? Ja. Ja, ich. Hat es euch gefallen? Ja. Ja. Top. Ja, gut, dann weiter. Gut, zweiten Spiel sitze ich gerade dran, aber ich denke, es hätte jetzt schon den zweiten Platz gewonnen. Ist nichts Japanisches, aber ist Dragon Age Inquisition. Was mich total vom Hocker reißt, ein bisschen repetitiv schon langsam, aber die Atmosphäre und die Welt, die dort aufgebaut wird, ist sehr dicht und mit einer sehr guten, wie soll man jetzt sagen, Beschreibung der Welt. Man kann sich richtig reinversetzen in das Ganze. Wie sieht dein Charakter aus?
Ist eine hässliche Elfin. Ich wollte sie hübsch machen, aber ich habe es nicht geschafft. Jetzt laufe ich mit so einer hässlichen Elfin rum. Ach, du bist ein Crossplayer. Ja. Schön. Ein Freund von mir hat den hässlichsten Charakter gemacht, den er machen konnte. Das ist wirklich schrecklich, was der gemacht hat. Ich habe ihm schon gesagt, wenn er Drachen besiegt, wird sich der Drache schämen, von so etwas getötet worden zu sein. Ja. Das würde ich gern sehen. Ich kann dir ein Bild schicken. Ja. Gut. Und der erste Platz ist ein japanisches Spiel. Es ist schon etwas älter, aber es kam in diesem Jahr wieder raus auf Steam, und zwar Valkyria Chronicles, was ich noch nicht ganz durch habe, aber noch immer extrem genial finde, weil es sehr taktisch ist, nicht wirklich einfach. Ich werde es auch nicht sagen schwer, aber nicht einfach. Tolle, abwechslungsreiche Missionen hat, gute Story, und da passt einfach alles, finde ich. Ich finde, es hat so viel Micromanagement zwischen den Kämpfen. Was meinst du genau? Was? Ja, also die ganzen Menüs, die man da durch muss und... Ach so, ja, ja. Ein bisschen zu viel für mich. Da freut sich ja, das kann man ankreiden, das stimmt. Da freut sich ja selbst auf jeden Fall, der ist auch ein großer Valkyria Chronicles-Fan. Ich fand's auch super, auf jeden Fall. Also ich hab's ja auch letztes Mal in dem Mockcast genannt, als eines der... Was war das nochmal? Übersehene Meisterwerke. Ah, genau, übersehene Meisterwerke. Auf jeden Fall. Ja, da stimme ich zu. Nee, find ich nicht. Ja, ja. Alle waren gegen mich, aber jetzt nennst du es als dein bestes Spiel dieses Jahr. Ich muss sagen, die Grafik ist echt geil. Also, ja, das Spiel stimmt. Ist Hammer. Sepia-Ton, jo. Ja, das finde ich auch. Ja, vielen Dank, Ahim. Sehr interessante Wünsche. Wir freuen uns schon auf deine Flop 3. Und jetzt kann der Sebastian seine Top 3 nennen. Sepp oder Sebastian? Sepp, genau, Sebastian. Beides. ja, Platz 3 geht für mich dieses Jahr an Dark Souls 2. Das? Nur Platz 3? Hey, es ist auf dem Rang vertreten. Ja, also zur Begründung, also weil es ein Nachfolger ist, ist es jetzt auch echt nicht höher platziert, und weil es zu starke Konkurrenz gab. Ist aber natürlich weiterhin ein geiles Spiel, also ich hab's gesuchtet wie noch was. Ist ja schön, wenn du es dann nochmal irgendwo weiter oben vielleicht wirst. Wirst du sie für die PS4 holen? Da bin ich unsicher, weil, also ich werde mir ja Type-Zero holen und auf jeden Fall Bloodborne dann, und ob die Zeit dafür überhaupt ist, also ich gehe jetzt nicht davon aus. Okay. Aber ich find's geil, dass es kommt, und der Toni darf sich das gerne mal angucken, ja, echt. Ob's was für ihn ist, vielleicht spielt er es ja und findet Gefallen dran. So, dann... Der Twitter, der holt gar nicht zu. doch, ich hab zugehört. Also ich hab vor mir, Dark Souls zu kaufen, auf jeden Fall. Sehr gut. Echt? Oh, sehr geil. Ja, cool. Ich weiß halt bloß nicht, ob ich's schaffe. Mal sehen. Ja, also die Sache ist ja, es wird immer so als schweres Spiel verschrien, aber es ist ja jetzt nicht wirklich nur schwer, sondern wenn du so dir Mühe gibst und dir die Mechaniken verstehst, dann geht's voll. Ja. Das ist einfach eine Herausforderung. Genau, ja, ist einfach mal wieder eine schöne Herausforderung. Jetzt bin ich aber gespannt auf deine Top 2. Ja. So, ja, Top 2... sind zwei Vita-Spiele, Platz 1 und 2 sind zwei Vita-Spiele. Yay! Weil die Vita war wirklich dieses Jahr mega geil für mich. Also 3DS ist auch super, keine Frage, aber Vita-Spiele habe ich da auf Platz 2, Danganronpa. Den ersten Teil, um's nicht dem allen leicht zu tun. hat mich mega begeistert, auf jeden Fall. Sehr cooles Spiel. Ich habe ja auch davor 999 gespielt und, wie heißt es? Virtue's Last Reward. Genau, was auch so in die Kerbe schlägt, und sehr geile Spiele, alles. Und auf dem ersten Platz, Trommelwirbel, tatsächlich, ich hätte es auch nicht gedacht, Freedom Wars. Ich suchte es immer noch, es macht so unglaublich viel Spaß. Geil. Also auch im Multiplayer, die Leute sind so cool, es gibt so viele coole Leute im Online, auch wenn man sich gar nicht so sehr austauschen kann, aber die bleiben echt über 5-6 Kämpfe mit drin und helfen einem, die Sachen zu sammeln, die man braucht. Richtig geiles Spiel, macht mir mega Spaß. Also ich habe es noch eingeschweißt hier stehen. Ich habe es mir ja für 3-2 Aktionen bei Saturn gekauft. Ich hatte nämlich jetzt mit Kingdom Hearts und mit Fantasy Hero schreibe ich dann noch Review, und dann gehe ich auf jeden Fall an Freedom Wars ran. Freue mich drauf. Ja, der Grafikstil hält mich irgendwie ein bisschen davon ab. So irgendwie, das ist nicht so mein Stil so. Ja, es ist alles so ein bisschen grau, alles. Karg und grau, ja, das stimmt. Und aber das Gameplay ist einfach das, was toppt. Und die Story?
Die Story ist ja auch cool. Also das ist ja das Tolle, dass du nicht irgendwie nur diese Entführer klopfst und die Sachen sammeln musst, sondern es hat halt auch noch eine Story, die so am Anfang so ein bisschen so lalala, wischiwaschi ist. Oder beziehungsweise am Anfang ist sie ja noch ziemlich cool. Dann verliert die sich nur so ein bisschen. Was denn jetzt? Ja, also ich hab's mir nochmal überlegt. Nee, am Anfang ist es ja richtig cool, dass es dich so packt und dass die Stimmung eben gut eingefangen wird. Dass du bist eben nur dieser Sünder, der da diese Mission macht und auf niedrigstem Rang und du darfst überhaupt nichts. Und ja, dieses System wird so ein bisschen schnell nur gelockert. Und dann machst du so teilweise so völlig banale Sachen in der Hauptstory auch. Aber gegen Ende wird's wieder cool. Und was ich ja gar nicht wusste und auch noch im Test so ein bisschen vielleicht falsch sogar steht, ich bin noch nicht mal durch mit der Hauptstory. Also ich habe jetzt irgendwie 70 Stunden gespielt und die Story geht einfach noch wirklich weiter. Also es ist krass. Habe ich nicht gedacht. Ja, dann vielen Dank an Sebastian für deine Top 3. Und jetzt kommen wir zu unserem Admin, dem Toni. Yo. Also meine Top 3, das war nicht so ganz einfach, weil ich habe halt auch viele Spiele gespielt, die nicht dieses Jahr erschienen sind. Aber wir wollen ja nur Spiele aus diesem Jahr nominieren, ne? Genau. Ja, genau. Gut, sonst hätte ich zum Beispiel The Last of Us Remastered auf jeden Fall sagen müssen. Also dafür. Das zählt aber noch, weil es eigentlich dieses Jahr erschienen ist. Ja, okay, ja, aber es ist für mich, also ich würde es nicht als mein Game of the Year oder so wählen, weil es einfach, also das Spiel ist für mich halt 2013. Aber egal, also ich will das jetzt nicht nominieren, aber okay, es ist schon mega. So, also mein dritter Platz, habe ich jetzt mal Donkey Kong Country Tropical Freeze genommen. Mhm. Ich habe wahrscheinlich einfach zu wenig gespielt. Also Tropical Freeze ist schon richtig richtig poliert und richtig gut, auch vom Schwierigkeitsgrad her und so. Aber es ist halt eigentlich also ein Jump'n'Run halt, ne? Ich habe gehört, ein paar finden es zu schwer. Es ist richtig schwer. Also ich habe ja nicht mal alle Münzen gesammelt und so ein Kram. Also ich habe wirklich wieder mal bloß Story gespielt. Oder bloß durchgespielt halt. Also ich kann mir schon gut vorstellen, wenn man da alles sammelt und so, das kann schon sich ganz schön hinziehen. So, dann habe ich auf dem zweiten Platz Mario Kart 8. Wäre jetzt für mich eigentlich auch nicht so, also Rennspiele und Jump'n'Runs sind für mich jetzt irgendwie nicht so die Game of the Year Kandidaten. Aber wie gesagt, ich habe nicht viel gespielt. Oder zumindest nicht viel Gutes. Und mein erster Platz ist auf jeden Fall Tales of Hearts. Krass. Genau. R, genau, für die PS Vita. R. Ja, was soll ich sagen? Ja, das stimmt, ja. Aber ist das Original in Europa erschienen? Ich hab nicht, oder? Nee. Ich bin jetzt sicher, ich glaube auch nicht. Nee. Siehst du, okay, dann gilt das als Neuerscheinung. Ja. Ja. Es war ja mein erstes Tales of, es hat mir einfach rundum mega gut gefallen. Die Story ist toll, ich fand auch die Charaktere mega. Das Kampfsystem fand ich auch ganz toll. Und deswegen holst du dir jetzt Tales of Vesperia. Yes. Ganz genau. Ich habe mir heute schon Vesperia bestellt. Ich habe ja noch eine Xbox 360, eine alte. Und das werde ich jetzt nächstes spielen. Also ich werde wahrscheinlich 2015 gar kein Spiel nominieren können, weil das alles alte Tales of Teile sein werden, die ich gespielt habe. Sehr geil. Genau. Ja, ansonsten habe ich halt so ein paar Indies gespielt und sowas wie Infamous Second Son oder so, von dem ich gar nicht mehr weiß, wie es überhaupt war. So wenig ist da hängen geblieben. Und Metal Gear Solid Ground Zeroes war natürlich spielerisch auch mega, aber hat halt auch nicht so ein Format für so eine Liste, finde ich. Mhm. Aber ich freue mich auf jeden Fall mega auf Phantom Pain. Ja, ja. Also wenn Phantom Pain so ist wie Ground Zeroes, dann wird das auf jeden Fall mega mäßig gut. Jo, denke ich auch. So, dann da ist der liebe Jan dran. Ja, bei mir ist es schwierig. Ja, ich bin ein bisschen versetzt. Bei mir ist es ein bisschen schwierig. Ich hatte jetzt drei Spiele in meiner Liste. Zwei davon waren PlayStation 2 HD Remakes. Egal, ich glaube, ihr könnt euch alle denken, welche das sind. Ja, Platz 3, 2, 1 ist, kann ich jetzt nicht so genau sagen. Ich sag mal als erstes ein 3DS-Spiel, seltsamerweise. Und zwar Theater Rhythm Curtain Call. Ah, ist cool. Hammergeiles Spiel. Also ich habe da auch schon jetzt, ich weiß nicht, ich habe weit über 100 Stunden und ich will überall SSS haben. Das macht einfach Spaß und die Lieder sind so richtig geil. Und SS? Hier lohnt es sich, finde ich, SSS. Was ist das?
Triple S, das ist die beste Stufe. Note. Okay, ja. Alles klar. Und ja, also auf Expert macht das echt viel Spaß und Bravely Default DLC, richtig geil. Werde ich mir auf jeden Fall noch holen. So, auf Platz 2 dann, ich würde sagen Final Fantasy 10 und 10.2 HD Collection. Richtig, richtig geil. Also vor allem, es war einfach besser, weil ich weiß nicht, ich habe die Story mehr verstanden als damals noch vor, was weiß ich, das letzte Mal habe ich es glaube ich vor 7, 8 Jahren oder so gespielt. Und auf der Vita sieht es halt auch klasse aus, spielt sich super und es macht einfach Spaß und es ist eines der besten Final Fantasies. Und auf Platz 1 dann natürlich Kingdom Hearts 2.5 HD Remix. Habe ich getestet vor kurzem. Einfach nur geil. Also Final, du musst einfach Kingdom Hearts spielen. Ah, ich habe mir letztens noch mal das Gameplay angeschaut vom 1. und vom 1.5. Ich weiß nicht. Sieht für mich nicht so. Es sieht nicht so komplex aus irgendwie. Es sieht irgendwie relativ einfach aus, das Gameplay. Und keine Ahnung, das hält mich ein bisschen davon ab. Es ist auch viel Button-Mashing, das stimmt schon. Ja, das ist halt nicht so meins eigentlich. Ja, aber trotzdem, also es ist genau wie Perry im Forum, die muss es auch spielen. Kingdom Hearts ist geil, ich meine, es ist eine fast so große Reihe wie Final Fantasy und fast... Nein, eigentlich gar nicht. Ich hab gesagt, fast. Eigentlich gar nicht. Okay. Kinder, glaubt dem bösen Jahr nicht, Kingdom Hearts ist blöd. Ja, das dürft ihr nicht sagen, ist nämlich toll. ist halt schade, dass Dream of Distance fehlt. Es hat nur noch einen Teil bis zum dritten, aber der wird sich ja auch finanziell sehr ausgenutzt später, da bin ich mir mehr als sicher. Und ja, ich glaube, das waren meine Top 3. Natürlich gab es dann Tales of Hearts A und Danganronpa, die ich alle gespielt habe. Die ganzen PS Vita-Spiele dieses Jahr waren echt richtig geil und holt euch eine PS Vita, verdammt! Die gab es für 100 Euro mit Speicherkarte und 10 Spielen, verdammt! So genial, das Ding. Auf jeden Fall. Ja, vielen Dank, Jan. Du bist jetzt durch mit den Top 3, glaube ich. Und jetzt nehme ich mal meine. okay. Auf Platz 3 ist bei mir Super Smash Bros. Für die Wii U. Einige von euch haben es sicher schon für den 3DS gespielt oder auch haben es auch für die Wii U sich geholt. Ist einfach ein Top-Spiel. Mein Review folgt noch. Das wird auf jeden Fall sehr positiv ausfallen. Nintendo und Namco Bandai haben einfach viel richtig gemacht. Die neuen Figuren sind alle cool, haben coole Movesets spielen sich einfach spaßig und der größte Pluspunkt bei diesem Spiel ist einfach der große Umfang. Es gibt so viele Sachen, die man tun kann. Es gibt einen All-Star-Modus, es gibt neue Missionen, es gibt irgendwie x Missionen, es gibt 1000 Missionen, alles mögliche. Dann gibt es noch mehr Trophäen als zuvor, es gibt einen geilen Online-Modus, es gibt wieder natürlich einen Modus, wo man einen Sack weit schlagen muss. Und so einen Sandsack und ja, es gibt noch viel mehr, also es ist unglaublich, was es alles gibt. Also ich komme nicht mit der Yoga-Trainerin klar. Ja, mit der kam ich auch nicht so klar. Die ist schwierig zu reden, aber die kann ihren Schaden heilen. Das ist praktisch. Ich fand Little Mac sehr geil. Oder Rosalina, die war auch sehr cool. Ja. Little Mac ist auch nicht schlecht. Am meisten gefällt mir, glaube ich, wie heißt diese Hure? Lumina. Ja, genau. Ja, Lumina, genau wie ihr selbst schon gesagt. Ja, okay. Dann kommt... Ich musste mir gerade Melvins Lieblingsbeleidigung verkneifen. Welche? Ja, ich weiß schon. Deine Mutter. Oh, Alter. Okay. So. Ich hab's mir vergessen. So. Du hast es nicht vergessen. Nee. So, dann kommen wir zum nächsten Top 2 Spiel. Das ist bei mir Yoshi's New Island. Das war die Top 3. Oh. Ups. Auf Platz 2 ist bei mir NBA 2K15 für die PlayStation 4. Was ist das? Was? Das ist doch so lustig. Das ist ein Basketballspiel, eine Basketball-Simulation. Das ist einfach ein Top-Top-Simulation für ein Sportspiel. Ja, die Grafik ist unglaublich, das Gameplay ist unglaublich fordernd. Wenn man sich mit einem Kumpel dahinsetzt und man beide Spieler erst drauf haben, macht das unglaublich viel Spaß. Wenn die letzte Minute abläuft und beide haben gleich viele Punkte und dann macht der eine den Game-Winning-Shot, ist halt wie ein echten Basketball, das macht einfach unglaublich Spaß. Jeder, der irgendwas für die Sportart übrig hat. Hab ich dich in FIFA oder in NBA fertig gemacht? Einmal. Ich war abgelenkt, weil Dingens im selben Raum war. Christoph Kramer war uns
und auf der Gamescom im selben Raum und ich war halt ein bisschen abgelenkt, weil der Weltmeister da war. So. Ich hab's trotzdem fertig gemacht. Ja. und die Grafik ist super, das Gameplay ist super, müsst ihr euch alle holen. Und dann mich bei PSN enden und geben mich zocken. So, auf Platz 1 ist wenig überraschend Dark Souls 2. Ich habe schon so viel zu diesem Spiel gesagt, ihr könnt mein Review lesen, ihr könnt euch diesen Soulscast anhören. Das Gameplay ist einfach unglaublich gut, Story ist auch super gemacht. Mir fällt wirklich nichts ein, was ich jetzt so sagen kann. Holt euch einfach, wenn ihr eine PlayStation 3 habt oder wenn ihr auch jetzt eine PlayStation 4 oder eine Xbox One habt, einfach holen, installieren und gucken, ob es etwas für euch ist. So, das waren jetzt die Top 3 von allen Leuten. Jetzt eine sekündige Pause. Und jetzt kann der Michael wieder mit seinen Top 3 Flops ankommen. Top 3 Flops. Ja. Ich hab nur 2 Flops. Okay. Mir ist nicht mehr eingefallen. Das ist schon schön. Ja, ist doch gut. Ja, stimmt, ist gut eigentlich. Der zweite Platz ist Samurai Warriors 4, das zu Anfang sehr viel Spaß macht, aber dann doch mit der Zeit immer wieder dasselbe ist. Und ist das nicht immer mit den Samurai-Spielen so? Mit den Warriors-Spielen, ja. Egal ob Dynasty Warriors, Samurai oder was weiß ich, oder Hyrule Warriors nehme ich an, es ist immer wieder dasselbe einfach. Es macht am Anfang Spaß, aber dann merkt man, ich habe das eigentlich schon 500 Stunden gespielt, nur mit anderem Titel. Darum habe ich das mal auf den zweiten Platz gesetzt. Ist kein schlechtes Spiel, aber es ist einfach ein bisschen eintönig mit der Zeit. Ja, und erster Platz, die habe ich mir zuerst ein Spiel überlegt, aber ich denke, ich werde das jetzt umändern auf die Firma, nämlich auf die Firma Ubisoft. Sehr gut. Ja, auf jeden Fall, es muss mehr sein. Der Grund ist, also zuerst hatte ich Assassin's Creed Unity da stehen. Ich habe das Spiel nie gespielt, aber diese ganzen Berichte, wie extrem verbuggt das war, okay, man kann es ja nachpatchen, aber trotzdem, ich zahle an einem Tag 70 Euro oder was, gehe nach Hause und habe ein Spiel, das man nicht spielen kann. Und gleichzeitig hat, warum ich jetzt Ubisoft an den Platz setze und nicht Assassin's Creed Unity, gleichzeitig hat Ubisoft die Review-Embargos so gelegt, dass man vor dem Release kein Review lesen konnte, wo das drin stand, weil diese Reviews erst am Release-Tag veröffentlicht werden durften. Und das ist, das deutet eigentlich stark darauf hin, dass die wussten, dass das komplett verbuggt ist und ein Schwachsinn. Und nur aus Geldgeilheit haben sie dieses Embargo erlegt. Und das finde ich eine Schweinerei. Und darum ist Ubisoft Flop 3. Top Flop oder was auch immer, ja. Ja. Und weil Assassin's Creed Rogue eigentlich eine Kopie von Black Flag ist, ich meine, da fährt man wieder mit einem Schiff rum und... Wenn jedes Jahr zwei Assassin's Creed rauskommen, muss irgendwas falsch sein, finde ich. Ja, also sie können ja jedes Jahr eins rausbringen, wenn es irgendwie A funktionieren würde und B nicht... okay, die meisten sind eine Kopie von sich, aber Rogue und Black Flag, das ist so offensichtlich, dass sie auch... Das hat einmal funktioniert, ja. Das machen wir jetzt nochmal. Wieso nachdenken? Für mich ist einfach Ubisoft das neue EA von den Videospielen. Einfach immer wieder jedes Jahr das gleiche raushauen. Es ist aber interessant, dass du dann NBA 2K als dein Top 2 gewählt hast. Das ist interessant. Das ist was anderes. Okay. Ja. Ubisoft hat Valiant Hearts und Far Cry rausgebracht und die waren halt geil. Auch dieses Jahr. Nee. Okay. Und Child of Light. War Far Cry 4 nicht auch verbuggt? Child of Light war Ubisoft nur Publisher, muss ich sagen. Es geht mir jetzt vor allem die entwickelten Sachen von Ubisoft. Okay. Ja, ich würde jetzt Ubisoft auch nicht so sehr in Schutz nehmen, aber also Assassin's Creed Unity war jetzt nicht so todesverbuggt, dass man es gar nicht spielen konnte. Aber es ist natürlich irgendwie echt grenzblödes Verhalten, wenn man da irgendwie Embargos so setzt, dass da kein schlechtes Review am Tag des Releases online sein kann. Also oder vorher. Aber gut. Ja, vielen Dank, Michael oder Alhim. Und jetzt wissen alle deinen echten Namen. Und jetzt kann Sebastian mit seinen nächsten Top 3 Flops ankommen. Ja, mein Name wird hier ja auch ständig genannt. Jetzt kann ich wieder kommen. Danke, Melvin. Ja, ups. Genau. Hey, ist gar kein Problem. Flops, ich habe gar keine 3. Das ist doch schön. Oh. Also, ich hab 5. Sehr schön. Nee, also ich habe dieses Jahr auch wirklich keine so
schlechten Spiele gespielt. Ich gucke natürlich auch immer, dass ich nicht so viel Schlechtes spiele. Eins war leider dabei und das tut mir jetzt leid für das Spiel und alle, die das mögen. Es war absolut nicht meins und ich musste für, ne, was heißt ich musste, ich durfte es für JP Games testen, aber es hat mir halt leider nicht so gefallen. Und zwar ist es Deception 4 Blood Ties. Zur Begründung, also dass der Schwierigkeitsgrad einfach immens ansteigt und nur noch für Frust sorgt und dass es halt einfach nicht so cool war, die Fallenstellerin zu sein und Leute in die Fallen zu locken. Also das habe ich mir cooler vorgestellt und letztendlich hat man sich eben nicht so gefühlt wie jetzt die krasse Dämonin, die da die kleinen Opfer in die Falle lockt, sondern wurde dauernd von denen ziemlich vernichtet und ja, Frust. Es war nicht so cool. Deswegen ist das mein Flop-Spiel dieses Jahr und damit leider auf dem ersten Platz. Nur eins? Krass. Ja. Ja, ist auch schön. Oh. Kannst du echt drauf stolz sein und ja, du hast eine gute Auswahl getroffen bei Spielen anscheinend. Ja, dann können wir schon direkt weitergehen zum Toni. Jo, also ich habe auch lange überlegt, dass zuerst ist es ja nun so, dass ich viele Nintendo-Spiele spiele. Und da ist ja, glücklicherweise ist es ja da so, dass man da ja wirklich Pech haben muss, um an den Flop zu geraten. Oh, ja. Wir werden sehen, ihr werdet sehen. da bin ich aber gespannt. Nee, Spaß beiseite. Also ich habe, man sucht sich ja immer die Spiele aus, die man auch spielen will. Also es ist immer schwer, da richtige Flops zu finden. Ich würde zu The Evil Within auch nicht sagen, dass es ein Flop ist, aber es hat einfach in vielerlei Hinsicht meine großen Erwartungen Season nicht erfüllt. Pass. Ja, genau, der Season Pass war also wieder eine unsägliche Geschichte. Die verschieben das Spiel einen Monat nach hinten, ziehen es wieder zwei Wochen vor und dann wird, ich glaube, das war weit mehr als ein Monat, ich möchte sogar fast sagen, zwei Monate vorher wird da ein Season Pass angekündigt, der also ganz offensichtlich auch Bestandteil des Spiels hätte sein können. Also für sowas habe ich überhaupt kein Verständnis. Ich kann nach wie vor nicht verstehen, wieso Leute sich das kaufen. Also ist mir absolut unklar. Und das dann eben so auch unterstützen, ne? Wie gesagt, also ich will jetzt nicht sagen, Season Passes sind per se schlecht. Es gibt natürlich auch es gibt ja einen Mario Kart 8 Season Pass zum Beispiel. Irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr nach dem Release. Und bei Mario Kart 8 habe ich auch nicht das Gefühl, dass da irgendwas fehlt. Und trotzdem, der Mario Kart 8 DLC bietet halt so viele Inhalte, auch noch zum guten Preis. Ich glaube, für 14€ kriegt man da 8 neue Strecken und dies und das und jenes. Und aber halt wirklich so lange nach dem Release, dass man merkt, okay, die Leute haben erstmal Mario Kart 8 zu Ende entwickelt und haben dann angefangen, damit sich Gedanken zu machen, was könnte man denn vielleicht noch verwirklichen und so weiter und so fort. Aber ich bin jetzt ein bisschen abgedriftet. Ich wollte noch zu Evil Within sagen, ja gut, ich bin mit hohen Erwartungen reingegangen, Mikami und die ganze Sache und so. Aber es war halt einfach zu wenig gruselig und es war auch technisch nicht ausgereift und so. Es war nicht schlecht, es hat Spaß gemacht, ich habe es durchgespielt. Aber meine Erwartung hat es halt nicht erfüllt. Sag ich mal so. Krass. Und genau, irgendwelche Fragen dazu? Nee. Soweit nicht. Ja. Ich hab also, noch eins. Also ich fand die Geschichte gerade krass mit dem Season Pass. Das habe ich bei dem Spiel jetzt nicht so mitgekriegt. Ich habe es natürlich nur wieder bei Assassin's Creed Unity mitgekriegt. Da gab es ja auch irgendwie wieder die Misere. Also es ist schon echt ein Gräuel mit diesen Season Passes, die da irgendwie vor Release angekündigt werden. Ja, also ich müsste jetzt nachlesen, aber es war mit Sicherheit ein Monat. Also gut, man muss auch sehen, die CDs gehen natürlich auch einen Monat vorher ins Presswerk und so eine Sachen, aber ich weiß nicht, da hätten sie vielleicht lieber in dem Monat, wo sie schon an dem DLC gearbeitet haben, vielleicht den einen oder anderen Bug entfernen sollen oder ein bisschen an Frames arbeiten sollen und so weiter und so fort, ne? Also Grafikfehler gab es viel zu viele. Ja gut, du hast aber die PS3-Version. Ja, du hast die PS3-Version gespielt. Also die PS4-Version war schon, glaube ich, deutlich besser. Aber, ja. Aber den PS3-Leuten dann so etwas vorzuwerfen, ist halt auch, also einfach ins Gesicht zu werfen, sowas vorzuwerfen, in Sachen Debugging und so, das ist... Das tut mir auch um Mikami ein bisschen leid. Ich weiß nicht, ob das. Ich glaube nicht, dass dieser komische Season Pass den seine Idee war. Das ist wahrscheinlich so eine Protester-Sache gewesen. Aber glaube auch. Naja, können wir nicht wissen. Nee, wissen wir nicht. Gut. Und dann hatte ich noch ein Spiel und zwar Assassin's Creed 4 Black Flag. Ich glaube, das ist noch Ende 2013 erschienen, oder? Aber ich habe das auf jeden Fall im Januar durchgespielt und es war einfach so langweilig.
Assassin's Creed 3 war ja mein erstes. Ja, Assassin's Creed 3 war mein erster Teil. Schlechte Wahl. Nö, es hat mir Spaß gemacht, weil das einfach wahrscheinlich auch meine erste Gameplay-Erfahrung war mit Assassin's Creed. Und das Gameplay an sich, das macht ja Spaß. Also das hat auch in 4 wieder Spaß gemacht. Aber es ist einfach langweilig. Ja? Also man spielt es eigentlich nur noch stumpf weiter, weil es einfach Spaß macht, da die Leute zu meucheln von hinten und so. Aber fragt mich nicht, worum es da ging und was ich da gemacht habe und so. Ich habe das 30 Stunden gespielt, schlimmerweise. Oh, krass. Aber, ja. Kam aber tatsächlich Ende 2013 raus. Ja. Ah ja, siehst du. Ja, ich habe es im Januar wahrscheinlich durchgespielt. Das steht ganz am Anfang in meiner Liste. Auf jeden Fall ist es nun so, nachdem mir 3 Spaß gemacht hat und ich eigentlich gespannt war auf 4 und das so langweilig war, ich überhaupt nicht das Bedürfnis habe, nochmal ein Assassin's Creed zu spielen. Also ich wäre nie auf die Idee gekommen, mir Unity zu holen, zum Glück. Habe ich ja alles richtig gemacht, scheinbar. Ja, und dann kommt ja nächstes Jahr, ist ja, für wann ist das neue Assassin's Creed angekündigt? Für Herbst, glaube ich, ne? Ja. Ja, keine Ahnung, ob ich da wieder irgendeine Lust verspüre, nochmal sowas zu spielen. Wir werden sehen. Obwohl, wie gesagt, ich will nicht sagen, dass dieses Gameplay an sich von Assassin's Creed, also das macht schon Spaß, ne? Kann man eigentlich nicht so sagen. Aber gut, ja. Ja. Ansonsten habe ich nicht viel Schlechtes gespielt. Das ist doch schön, ja. Da hast du auch viel Spaß gehabt in deinem Videogame hier 2014. Er kriegt ja auch immer gute Tipps. So ist es ja auch. Genau. Ja, Tipps und. Hast du Tits schon gespielt? Ja, ich habe schon ungefähr 18 Stunden Tits gespielt. Okay, das merkt sich später. Aber ich bin. Keine Ahnung, wo ich bin. Das ist nur noch schon ein paar Monate her. Also hast du einen Faden verloren, willst auch nicht weiterzocken. Ja, ich habe leider einen Faden verloren, ja. Ja, ist halt Tits. Das muss ja nicht jeder lieben. Es gibt ja noch Tales of Vesperia. Nee, ich mochte es. Also es war cool. Es war echt, es war spannend und so. Aber irgendwas hat mich, es kam irgendein anderes Spiel raus und dann ist es immer schwer, nochmal in so komplexen Spiele einzusteigen. Ne? Ja, okay, das stimmt. Das verstehe ich bei dem Spiel. Ja. Ja gut, dann ist Pref jetzt auch mit seinen ganz tollen Top und Flops aus dem Jahr fertig. Und jetzt fehlt nur, glaube ich, der Jan noch. Ja, genau. wie verschoben bin ich? Stark. Ja. Ach, verdammt. Hau rein einfach. Egal, dann rede ich jetzt und ihr hört zu. Ja. ja, also ich habe drei Flops und dann nehme ich einfach die Spiele, die ich am schlechtesten bewertet habe dieses Jahr. Ich kaufe mir nämlich keine Spiele, die ich nicht so gut finde. Aber ich möchte vorher noch ein paar Wörter zu Drakengard 3 und Lightning Returns sagen. Bei Drakengard 3, so schrecklich war es nicht, aber technisch viel zu schwach. Und diese ganze Politik mit dem, wir bringen nur DLC und eine Collector's Edition mit nur einem Code, das war ultimativ Flop, das war echt scheiße. Bei Lightning Returns, es war einfach, ich habe was anderes erwartet und es hat mich einfach nur noch enttäuscht als Final Fantasy Fan und nee, also da hat man die Fresse von Lightning echt voll. Will ich einfach nicht. Gut, ich glaube, ich bin jetzt wieder im Text ein bisschen, jetzt könnt ihr wieder anfangen rein zu kommentieren. So, zu meinen drei Flops, da fange ich einfach mal an mit Natural Doctrine. Diesen Herbst, das ich weiß nicht, da waren Peri und Cyber waren da bei Nisa bei der Gamescom und haben das angespielt und da hat einer der Mitarbeiter stolz gesagt, ja, von allen kann nur ich das einigermaßen spielen und ja, das ist schön, aber richtig scheiße fürs Spiel, es war einfach viel zu schwer, das kann man überhaupt nicht genießen, man verliert einfach durchgehend und das ist halt nicht mal seine eigene Schuld, wenn man da verliert. Vielleicht wollten die da so ein bisschen in die Dark Souls-Schiene graben oder so. Auf jeden Fall, haben sie ja gesagt. Ah, okay. aber das geht doch nicht so. Weißt du, man läuft da halt und da bricht einfach ohne Vorwarnung was durch die Wand und tötet dich. Punkt. Das war's. Du kannst nichts dagegen machen. Nicht lustig. Das ist aber überhaupt nicht lustig. Aber ist es auch nicht so, dass du daraus lernst. Also es kann ja auch bei Dark Souls so passieren. Aber du lernst dann wenigstens daraus. Ja, man lernt daraus, nachdem man 3 Stunden ohne Speichern durch das Dungeon gelaufen ist und das dann komplett nochmal machen muss. Ja, sowas ist halt kacke. Ja. Und das Ding ist, wenn sagen wir 25 Gegner auf dem Dungeon sind und du und deine 3 Leute und jeder macht einen Zug und man muss sich von jedem den Zug ansehen. Ob er irgendwo hinläuft oder was macht, also das zieht sich so in die Länge und ist einfach so ätzend. Also ja, ich hab's sogar gespielt, du hast es mir einmal gezeigt und es war echt zu krass.
Also für Masochisten und für manche Leute, wenn es klappt, dann ist das wirklich gut, wenn sie mit sowas Komplexen dann klarkommen, aber das sind viel zu wenige Menschen. Dann möchte ich noch Mind Zero nennen. Netter Dungeon Crawler aus Japan, war einfach viel zu flach und die Dungeons sollten aus mehr bestehen als nur aus einem weißen Licht, wo man dann durchläuft die ganze Zeit. Das war echt einfach nur faul von den Leuten. Keine Ahnung, was die sich dabei gedacht haben. So ein Persona-Klon war auch nicht so irgendwo, ne? Und haben sie versucht, sind absolut kläglich gescheitert. No. Und mein letzter Flop ist leider, ich hatte mich sehr darauf gefreut, Senran Kagura, Bon Appetit. Also Bon Appetit. Die Idee war klasse und das haben sie auch schön umgesetzt mit den Ninja und Kochen und dann werden die Kleider vom Leib gerissen, aber es war dann doch ein Tick zu viel sexualisiert und 10 Lieder sind nur im Spiel dabei und die sind so ätzend, die sind einfach viel zu lang und alle so synthetisch und alle hören sich gleich an, es geht einfach gar nicht, also für ein Rhythmusspiel muss schon definitiv mehr drin sein. Ja. Aber ihr wisst ja ungefähr diese, wenn man gewinnt, kriegt man dann die Mädchen, die als Essen verkleidet sind. Ich habe euch ja mal ein paar Bilder geschickt, wie das aussieht. Es war ein bisschen zu viel. Da gibt es dann lange und harte Sushi-Rollen. Ja, ich meine, genau. Das hat sie so gesagt. Oh Mann. Ja, okay, deine Top-Flops. Ja, okay. Meine Top-Flops auf Platz 3 ist bei mir... Okay, erstmal muss ich sagen, das sind alles Spiele, die ich reviewed habe. Also die habe ich nicht gekauft, sondern... Hab die zugewiesen bekommen, ja. Zugewiesen bekommen. Ja. Das sind alles Nintendo-Spiele. Okay. Auf Platz 3 ist, ja. Okay. Jetzt bin ich aber gespannt. Ja. Auf Platz 3 ist bei mir Hyrule Warriors. Für die Wii U. Verständlich. Oh je, der Eric. Oh ja, der wird sauer sein, der Eric. Das ist für mich einfach, okay, ich weiß, das ist ein Musou-Spiel, ja. Das ist ein Crossover zwischen Zelda und der Dynasty Warriors-Reihe und das ist einfach nicht meine Art von Gameplay. Das ist ein wildes, einfach nur geschnitzt durch tausend Menschen. Button-Mashing. Ja, einfach, es ist einfach ein Button-Mashing durch tausend Gegner, Herren und es ist einfach langweilig und da ist keine Taktik dabei, es ist einfach nur Button-Mashing. Das Gameplay ist bietet wirklich wenig Spielspaß und das wurde verdammt in der Zeit. Es gibt ein paar interessante Stages, so aus den schönen Zelda-Teilen und so, aber wirklich richtige Zelda-Gefühl kommt da nicht auf. Außerdem wurden da neue Figuren in Zelda-Universum, erschaffen für das Spiel, die überhaupt nicht irgendwie in die Zelda-Reihe passen. Die haben eine blaue Haare und so riesige Anime-Augen und so, das passt dann überhaupt nicht. Der Erik hat das, glaube ich, als Avatar bei Twitter. Und das ist einfach, keine Ahnung, das passt einfach nicht rein und jetzt kann der Toni darauf antworten. Naja, also ich kann das schon verstehen. Also wenn man Musou nicht mag, dann ist das ja völlig okay. Dann kann man auch absolut zu dem Entschluss kommen, dass man Hyrule Warriors nicht mag. Ja, okay, cool. Das ist kein Problem. Also ich hab's ja auch, ich ist jetzt nicht so, ich hab's auch durchgespielt in 14 Stunden. Aber, tja, ich hab halt gewusst, was mich erwartet. Ja. Und ich hätte, weiß nicht, also dass ich jetzt mir irgendwie so ein One Piece Musou oder ein Samurai Warriors hole, so ist es jetzt nicht. Aber wenn es irgendwann mal wieder ein cooles Crossover gibt oder so, kann ich mir schon vorstellen, das mal wieder zu spielen. Mhm. Aber mehr dann jetzt auch nicht. Ja, Dragon Quest zum Beispiel. Das hole ich mir aber auch. Will ich dann auch mal probieren. Sepp, hast du Hyrule Warriors gespielt? Ja, halt nur auf dem Nintendo Event. Und ich finde es auch tot langweilig. Also ja, ich konnte damit halt nichts anfangen. Nicht kaufen. Ja. Ja, auf Platz 2 ist Yoshi's New Island. Da war ich echt geschockt, also das ist ein Teil für den 3DS. Bei Yoshi denkt man eigentlich an solide, gute Spiele. Ich habe auch zum Beispiel Yoshi's Story für Nintendo 64 habe ich sehr geliebt. Oder auch Yoshi's New Island. Hast du Wally World gespielt? Das ist ja noch gar nicht draußen. So. Das ist noch gar nicht draußen. Dich? Nee. Oh. Und zum Beispiel Yoshi's World da für Super Nintendo, das ist auch ein Klassiker. Aber Yoshi's New Island, das hat Nintendo ausgelagert zu einem anderen Entwicklungsstudio, oder ein anderes japanisches, und das hat man echt gemerkt, dass er fehlte einfach nicht, das war einfach nicht der gewohnte Nintendo-Standard, der da geboten wurde. Die Level waren langweilig, die verschiedenen Items haben irgendwie nichts Besonderes bewirkt, die Rätsel waren total einfach und, es hat einfach überhaupt keinen Sinn gemacht. Das ist einfach eine Zeitverschwendung, sowas zu spielen.
Das hat mich echt enttäuscht. Und sowas hätte ich eigentlich von Nintendo nicht erwartet. Habt ihr noch falsch gespielt? Ich hab's nicht gespielt. Aber auch ich auf dem Nintendo-Event, glaube ich. Also, weißt du das noch, okay. Jan, ob das dabei war? Also, ich glaube, es war dabei. Also, Woolly World war dabei, aber auch das andere. Genau, ja. Also, Woolly World sieht auf jeden Fall besser aus. So ja, denke ich auch. Ja, das war cooler auf jeden Fall. Das konnte man ja auch zu zweit spielen. Ja, also mich hat jetzt dieser 3DS-Teil zu sehr an die alten erinnert. Also da war zu wenig Neues jetzt drin. Ja. Ich habe gerade mal geguckt, wer das entwickelt hat. Das war eine Firma namens Artzest, habe ich noch nie gehört. Und die haben auch überhaupt kein Portfolio. Also ich weiß gar nicht, wie Nintendo auf die Idee kommt. Die haben Weplay Motion teilweise mit programmiert. Ja gut, aber würdest du jetzt sagen, das ist ein Titel, auf den man sich beziehen kann? Nee, überhaupt nicht. Also wie heißen die Artzest? Artzest. Also das ist eigentlich krass, dass Nintendo so eine Marke an so eine Firma auslagert. Ja. Gut. Naja. Ja. Gut. Ja, und das größte Flop für mich war Nintendo Pocket Football Club für den 3DS. Ich wusste. Ja. Das ist okay, das ist ein Fußballmanager für den 3DS. Ich dachte mir zuerst, okay, wow, ich liebe Fußballmanager. Ich habe die Anschlussreihe habe ich damals geliebt. Auch den Fußballmanager von FIFA, von EA. Die habe ich echt verschlungen und ich bin ein großer Fußballfan und dachte mir, okay, es könnte eine coole Sache werden, wenn das von Nintendo kommt, aber am Ende war es einfach nur ein riesiger Haufen Müll. Es war ein DLC-Only-Game für ein Nintendo 3DS, ja. Da muss man halt so eine Mannschaft aufbauen und man hat null taktische Möglichkeiten. Das Spiel geht los, also ein Match geht los, dann hast du da deine Aufstellung gestellt und dann kannst du nichts mehr machen. Du musst einfach zugucken, wie die Leute da den Ball herumkicken. Du kannst nicht sagen, hier, geh mal dahin, oder kannst zwischendurch irgendwie sagen, hier, mach mal mehr Angriff oder sowas. Du kannst einfach nichts machen, wirklich. Du kannst nur irgendwie so eine Sache auswählen. Und das ist total random, was da für Ergebnisse rauskommen. Das ist einfach ein großer Haufen Mist. Du kannst auch wenn du mit echtem Geld irgendwas bezahlt, kannst du dann auch deine Mannschaft noch besser trainieren oder so. Naja, ihr könnt euch zu meinem Review durchlesen auf jpgames.de. Ich habe, glaube ich, 5 Sterne gegeben oder sowas. Und ja, es war echt schon krass scheiße, also. Nicht spielen. Ja, ich glaube, dafür sind dann 5 Sterne ein bisschen zu viel. Ja, weiß nicht. Also das war halt, ich habe noch nie weniger als 5 Sterne gegeben. Wir können jetzt auch darüber, da gab es schon viele interne Diskussionen darüber, was dann halt. Dieses Jahr musste ich auch zum ersten Mal mehrmals unter die 5 greifen. Ja, genau, ja. Also, das ist nicht so gut. Wir können jetzt schon mal so über das vergangene Jahr 2014 reden. Jan, du kannst ja irgendwie einsteigen. 2014 war ein, ich muss sagen, geiles Jahr für JP Games und geiles Jahr für Leute, die japanische Spiele generell mögen. Ich habe das Gefühl, also ich weiß es nicht genau, aber ich habe das Gefühl, es kam einfach viel mehr aus Japan als die Jahre davor. Wir haben Sword Art Online bekommen, wir haben Tales of Hearts A bekommen und so Sachen, die eigentlich normalerweise vielleicht nicht hierher gekommen wären, auch wenn es nur digital war. Oder vielleicht nur mit japanischer Synchro. Oder halt so Sachen wie, wenn Sony Freedom Wars bringt, nur als Downloadable-Spiel und dann einsieht, dass die Fans das Retail wollen und dann es das Retail bringt. Ich finde, das war einer der Highlights 2014. Und ich finde, das sollten sich einfach mehr Entwickler mal zu Herzen nehmen. Das fand ich sehr schön dieses Jahr. Und natürlich die Events. Ich glaube, wir können kurz über die Gamescom reden. Da war Michael, du warst da auch, oder? Als Besucher, nicht als Reporter. Ja, als Besucher, Ja, genau. Wie hast du das als Besucher so wahrgenommen? Es war voll wie immer. Ich stelle mich dann jüngst an, darum. Ich weiß nicht, ich will nicht länger als 2 Stunden auf irgendwas warten, was ich mir wahrscheinlich sowieso kaufe. Ich habe eigentlich nur Merchandise gekauft, also, und das war toll. Ja, Mann, geil. Ja, war ja auch kurz bei uns, hat er vorbeigeschaut. Ja. Also für mich ist das so ein riesiger Was viele vielleicht nicht wissen, der gute Razer war nämlich am Figuya-Stand tätig. Hat dort gearbeitet. Ja, genau. Ja, und das war auch Rabatt bekommen. So. Ey, ich gebe jedem Rabatt. Ich habe da so einen gewissen Rahmen, da darf ich Rabatt geben. es war halt ziemlich geil, weil wir schon vor allen anderen immer drin waren, also wirklich vor der Fachpresse sogar. Und ich war auch schon den Dienstag drin und mittwochs durfte ja erst die Fachpresse rein. Und da bin ich schon mal rumgelaufen und habe mir am Sony-Stand den angeguckt und da stand ja auch dieser Truck, wo man auch Spiele drin anspielen konnte. Und dann bin ich da einfach mal frech reinspaziert und habe gesagt, hier, ich würde mal hier gerne was spielen.
spielen. Das ging dann an dem Tag noch nicht, aber die haben gesagt, ja, komm morgens ganz früh, geht auch vor 9 Uhr oder so um 9 Uhr rum, und dann kannst du zocken. Und dann konnte ich halt direkt Bloodborne, was natürlich das Highlight war, direkt anzocken, bevor überhaupt geöffnet wurde. Das war mega. Also geht als Fachbesucher auf die Gamescom, das ist das Geilste. Das können, glaube ich, nicht so viele. Doch, auch die ganzen Kinder, Händler, die ich da sehe, schrecklich. Ja, genau, da sind ja wirklich viele Kids immer unterwegs. Also das mit einem Fachbesucherausweis. Genau. Ja, genau. Auf jeden Fall, Gamescom war eine coole Sache. Die Party war auch eine echt coole Sache. Von Fans geschmissen für Final Fantasy XIV. Yoshi da war ja da. Also da ist eine Erinnerung für die Ewigkeit entstanden. War wirklich unglaublich schön. Ich war ja auch noch auf der Sony-Party, die war ja auch sehr legendär. Ja, stimmt, da warst du, ja. Ja, also, das war wirklich wie in so einer Disco. Die Flaschen sind auf dem Boden rumgefallen, es klebte überall, die Leute haben gefeiert, alles war umsonst. Also, es war schon eine Riesensause. Das war geil. Also, sowas ist schon cool. Also, Gamescom war auf jeden Fall sehr schön dieses Jahr und, ist halt auch schön, sich da wieder zu treffen. Und das Merchandise, also, ich kann sagen, wenn ihr da an den Square Enix Stand geht, ihr werdet definitiv was finden, ob ihr was kaufen wollt oder nicht, ihr findet da einfach was. Zum Beispiel Final Fantasy 10 Piano Collections für 13 Euro, also... Ja, generell alles beim Square Enix Stand ist auf der Gamescom halt super reduziert. Das, ja. Die haben da echt super Preise. Hätte ich nicht gedacht. Und, es gibt das Gerücht, keine Ahnung, dass wenn man die sich von da kauft, dass die dann halt made in China sind, aber halt von Square Enix, aber trotzdem made in China, schlechtere Qualität, aber also ich habe bei all meinen Sachen, ich habe viele Sachen von da gekauft, geguckt, also ich kann das nicht bestätigen, ich weiß es nicht, woher die Leute dieses Gerücht haben. Also ich weiß nicht, aber bei, also japanische Figuren, egal welche, also die werden immer in China hergestellt. Genau. Also die werden nur nach Japan gern verschifft, dann backen die da ihren Aufkleber drauf. Und dann hast du den japanischen Aufkleber und dann denkst du, wow, das ist Originalware aus Japan, aber es kommt trotzdem alles aus China. Also, ist Quatsch. Ja, also, nach der Gamescom, also ich erinnere mich dann noch natürlich an das Type-Zero-Event in Hamburg. Also da hat Square Enix auch was richtig Geiles auf die Beine gestellt. Das war in so einem Ultra, es war kein Schloss, aber es war so richtig schön mit Säulen, so ein riesiges Gebäude. Eine Villa. Mit Hallen. Eine Villa war das, oder? Ja, aber eine besondere Villa. Die wurde halt nicht als Villa benutzt, sondern für Stadtsachen. Keine Ahnung, auf jeden Fall richtig geil. Und da sind wir dann halt reingegangen. Ich weiß nicht, ich hab den Weg erstmal nicht reingefunden. Dann bin ich den Leuten von Game One hinterhergelaufen. Und dann, wenn man reingeht, haben die einem so ein Visum gegeben und man musste Einreiseformulare unterschreiben. Und als man wirklich in die Republik Rubrum reingeht, das haben die richtig klasse gemacht. Und die haben sich dann das Facebook-Foto von jedem Einzelnen, der zugesagt hat, geschnappt und dann auch das Visum getan. Das heißt, bei ein paar Leuten war es echt witzig. Und da gab es halt richtig tolle Vorschau erstmal. Da haben die so einen riesigen Tisch bestückt mit der ganzen Weltkarte und haben dann wie so Militärs dann die Steine rumgeschoben, wer was angreift, wer wen eingenommen hat. Und dann durfte man 1-2 Stunden mal anspielen, war echt klasse. Also wäre die Technik nicht so extrem, beziehungsweise wäre der Sprung nicht so groß von PSP auf PS4, dann gäbe es wirklich sau wenig zu bemängeln. Aber mal sehen, vielleicht wird es im März ja ein bisschen besser. Auf jeden Fall könnt ihr euch drauf freuen. Ich hatte viel Spaß in diesen 2 Stunden. Hast du die JV Games Party erwähnt? Nein, das würde ich gerne dem Tony überlassen. Ach, unsere Teamparty? Ja! Ja, die war mega. Also wir haben die ja dieses Jahr das zweite Mal abgehalten im Sommer, im Juli. Wieder im Juli. Ohne mich. Ja, deine Schuld war. Ja, natürlich genau. War es meine Schuld, ich weiß. Aber nächstes Jahr bist du auf jeden Fall wieder dabei. Jo. Es war wieder mega. Also wir haben tolle Spiele gemacht und einfach cool gegrillt und so, getrunken und alles, was so dazu gehört. Wieder viele, viele Fotos. Wir haben nicht getrunken. Nee. Noch niemals. Wir haben wieder Fotos mit Sarah gemacht und so ein Zeug. Oh mein Gott, wir haben Sarah. Ihr glaubt kaum, was zu der Bilder. Ich habe auf meinem Handy. Ja, diesmal sind keine Stühle kaputt gegangen im zweiten Jahr. Das war ja im ersten noch anders. Und ja, oder übergeben? Mm, ich glaube definitiv schon, aber wir sind uns nicht mehr sicher. Ja, die haben sich übergeben.
Und will ich nicht in den Goldfisch steigen. Nee, also ich weiß nicht, was kann man noch so erzählen von der Party? Ja, die meisten keiner kann sich mehr dran erinnern. Dann. Ja, die meisten haben es vergessen. Nee, also es war, also wir können sagen, die Tendenz ist, es wird immer epischer und ich freue mich auf nächstes Jahr. Ja. Am liebsten würde ich 2 Partys pro Jahr machen, wenn ich ehrlich bin. Aber ja, das ist natürlich auch. Also ja, aber unten kann man schon noch. Also wo, als sich Melvin 2-mal im Klo eingeschlossen hat bei der ersten oder unsere Körper Mal sind bereit. und ich weiß nicht, ob so ein JP Games Party Ding ist, weil ich nicht dabei war, aber ist auch dieses tief da entstanden. Ja, genau. Ja, oh mein Gott, das war mein Spiel. Ja. Toni, wie hieß dieses Spiel jetzt nochmal? Tief. Nein, was wir gespielt haben. Ach so, Fängeln, das war's. Okay, jetzt müsst ihr erklären, weil ich war nicht dabei, ich kapiere überhaupt nichts. Ja, soll ich? Also da tust du einen Becher in die Mitte stellen, den leeren, oder ein Glas oder irgendwas, ein Gefäß, je kleiner, umso besser. Und dann musst du probieren mit deiner Handfläche, also wenn du deine Handfläche, die Fingerkuppen unter die Tischkante tust, ja, und dann mit der Hand so hoch und runter schnappst, ja, ja, und dann legst du eine Münze in deine Handfläche und wiederholst das, dann fliegt die Münze hoch, ja, und die muss dann halt bei diesem Versuch im Glas landen. Und wenn die im Glas landet, dann hast du gewonnen oder verloren, je nachdem, das kann man dann auslegen, wie man will, muss trinken oder muss nicht trinken und oder hast du irgendwas gewonnen und so eine Sachen. Also wir hatten es dann halt so gemacht, dass wer getroffen hat, hat was gewonnen und musste derjenige trinken oder mussten die anderen alle trinken? Nein. Derjenige musste trinken. Sonst wären wir viel zu kaputt gewesen. Auf jeden Fall hat Sabrina das Spiel mega gerockt. Also die war richtig gut. Die Ferry. Genau. Um noch ein paar weitere Namen zu streuen. Was war denn noch so an Events dieses Jahr? Also was mir noch eingefallen ist, also du hast schon eingangs ein bisschen erwähnt, aber ich fand echt, dass Nice America echt einen geilen Job gemacht hat dieses Jahr, so viele Spiele hier rübergebracht hat, die sonst in den letzten Jahren nicht gekommen wären. Also das war echt so mein Highlight, was da alles an Spielen kam. Natürlich danke an Ronpa, was sie da jetzt hergebracht haben. Also in fast jedem Spiel ist mittlerweile irgendwie das Nisa-Logo. Drum hätte es mich auch nicht gewundert, wenn diese Gerüchte um diese Pleite wahr gewesen wären. Also bei den Spielen, die lokalisieren, die werden ja einfach nicht gekauft, man kann, muss es ja mal so sagen. Ja, also, stimmt. Also ein paar sind da wirklich von der Qualität nicht so dolle. Also gerade nee, das will ich nicht sagen, aber es gibt halt keinen Markt dafür, ja. Also wenn ich selbst gute japanische Spiele verkaufen sich ja nur 1% von dem, was ein Assassin's Creed Unity schafft, ne? Na ja, gut, das Ding ist, ich habe das halt auch nicht verstanden. Die Skyrim 5 kann sich gar nicht so viel verkaufen im Westen beziehungsweise weltweit, dass es eine ganze Firma retten könnte. Tja. Ja, und die haben ja die Zahlen, glaube ich. Also es ging ja um 150.000, die sie irgendwie anstreben und dass sie gerettet sind oder so. Das galt ja, glaube ich, nur für Japan, ne? Nee, ich glaube, das war weltweit. Das ist ja auch schon weltweit angekündigt. Okay. Ah, okay. Ja gut, dann sieht's ja besser aus, weil ich dachte mir, wie wollt ihr in Japan so viele Einheiten verkaufen? Ja, das Problem ist, in Japan hat keiner eine PS4 und im Westen interessiert's keinen das Spiel. Ja. Also, die werden unmöglich auf 150, also die kommen auch nicht auf 150.000 weltweit, das sehe ich nicht so. Also ich hoffe, das nimmt ein gutes Ende mit denen, weil das wäre echt ein harter Schlag so für die japanischen Spiele im Westen. Ja, auf jeden Fall. Dann bleibt bloß noch Bandai Namco. Ja, ist fast so, ja. Ja, die machen auch einen super Job. Ja. Ich will noch ein Highlight 2014 nennen. Ich glaube, das stimmt ihr ja alle zu. Final Fantasy 15. Was stimmt. Ab der TGS da gezeigt wurde und einfach die Entwicklung, die sich in diesen letzten Monaten einfach bei dem Spiel gezeigt hat, finde ich unglaublich und finde ich sehr positiv. Vor allem heute kam schon der erste Trailer mit den englischen Stimmen raus. Ja, es ist schon so. Also man muss schon sagen, dass der Tabata da auch eine super Arbeit macht. Also es hat sich wirklich viel getan, seit Nomura weg ist und es gibt eigentlich fast jeden Monat irgendwas Neues, ne? Ja, jetzt am Wochenende kommt nicht das neue Video, wo die Demo durchspielen. Ja, ne? Irgendwas muss kommen. Ich hab das jetzt nicht so im Kopf. Jumpfester, die fehlt noch. Ach ja, ja. Ja, das ist ja auch schon im. Ach na eben, das ist ja jetzt am Wochenende. Ja, cool. Ja, sehr geil. Was wird denn da so erwartet?
Von was? Von der 5 von 15? Nee, bei diesem Jumpfest da. Überhaupt so? Genau, generell. Also, ja, viel Anime-Games und sowas, also so One Piece und so ein Zeug. Wird da, denke ich, auf jeden Fall. Kann man mit Persona irgendwas rechnen? Das denke ich nicht. Zu Persona wird es im Februar was Neues geben. Ich habe schon 2015 raus. Ja, das muss kommen. Das muss kommen. Die haben das so viel geschoben. Ich freue mich so auf diesen Titel. Also ich denke, Persona ist im Februar dran. Da kommt dieses Konzert und da wird das auf jeden Fall eine Rolle spielen. Es kommt ja für PS3 und PS4. Ja, richtig. Ja. Ich hoffe, es kommt Golden auch für Vita irgendwann. Das wäre cool. Golden für Vita. Gibt's doch. Hä? Er meint Persona 5 wahrscheinlich. Golden. Ach so. Ja. Ja. Oder Persona 5 Red oder sowas. Ich finde, Golden klingt schon gut genug. Ja. Ja, ich bin mal echt auf Gameplay gespannt und wie die Engine ist. Also ob sie irgendwie die Catherine Engine benutzen oder wieder was ganz anderes eigenes. Also ja, auf PS4. Bin sehr gespannt. Ich bin mal gespannt, ja, wie das aussieht. Ja, es wurde ja lange als PS3-Titel entwickelt. Also ich glaube, zu viel kann man nicht erwarten, aber... Hauptsache, es ist Fanservice. Ja. Die Katze hat Hunger. Ja. Warum hast du die nicht als Soundeffekt-Generator genommen? Einfach zum Durchschütteln. Ich war nicht für die Geräusche zuständig. Ich war ein Geist. Das hat ja auch so geklappt. Ich muss mir das mal später nochmal anhören. Ja. Also, ich muss sagen, die Katzen haben sich echt gut angehört teilweise. Ja, der Fall klingt wirklich wie eine räudige Katze. Ich weiß. Ja, Final, du hast noch nichts zum Jahr 2014 gesagt. Was fällt dir noch irgendwas ein, was du erleben willst? Ja, also die Gamescom hat mir echt gefallen. Also, das war echt eine coole Sache, besser, wenn wir wieder zocken könnten. Call of Duty, ich hab Call of Duty gezockt, NBA 2K15 habe ich gezockt. Also nichts Besonderes. Nee. Was haben wir noch angezockt, Jan? Wir haben uns The Witcher 3 angeschaut. Geil. Bei Nintendo durften wir ja leider nicht rein, also, da muss ich ihn nochmal kritisieren an dieser Stelle, das fand ich nicht so toll. Das war scheiße gemacht irgendwie. Aber sonst war es echt eine coole Gamescom und ja, ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Jahr. Ja. Und ja, natürlich war auch ein Highlight wieder der Adventskalender. Ja, vielen Dank für das. Eigentlich auch laufender Highlight, genau. Das muss man doch nennen. Ja, da gibt es jetzt noch. Ja, genau, dieser Podcast, ja, ist ja auch ein Türchen des Adventskalenders. Genau. Ja. Lass uns mal, haben wir jetzt noch ein Thema? Nö. Also ich würde noch einstreuen, aber das nicht in die Länge ziehen, was drei Spiele, auf die sich jeder in 2015 am meisten freut, aber ohne Kommentar, nur die Titel. Geil, ja. Nur die Titel sagen. Okay, los. Einfach los. Sepp. Okay, Persona 5, Bloodborne, Type-Zero. Sehr gut. Okay. Michael? Dasselbe. Geil. Ha. Ja. Ist so. Tony? Ich nehme auch Type-Zero auf jeden Fall. Dann nehme ich Zelda U, wovon ich ausgehe, dass es im November erscheint. Und Metal Gear Solid 5 Phantom Pain. Ja, bei mir ist es Persona 5, Bloodborne und Metal Gear Solid 5. Jan? Bei mir ist es, ich weiß jetzt nicht, ob Bravely Default rauskommt und ich weiß nicht, ob 15 rauskommt, deshalb bleiben die weg. Beziehungsweise Bravely Second. Ich sag Batman, Arkham Knight. Oh, das ist echt geil. Ich sag Type Zero. Ja, das wäre echt geil. Und ich nehme mich auch mal so schön raus und sag The Witcher. Okay, cool. Ja. Trails in the Sky, Second Chapter noch. So. Zu spät. Zwei Tipps. Nicht rausschneiden. Ja, gut. Ja, Jan. Es war, ja. Dann schießen wir mal die Geschichte hier ab. Auf jeden Fall. Hau mal rein. Gut, ja, also es war ein wundervolles Jahr mit meinen Kollegen, mit den Lesern und mit den Forensleuten. Also es war 2014 war richtig schön. Und das macht die Vorfreude auf 2015 einfach nur noch größer. Ich danke allen, die heute mitgemacht haben. Ich danke Final, ich danke Razer, Alhym und dem Pref. Hat echt Spaß gemacht und wie ihr vielleicht gemerkt habt, eine Voraussetzung, um hier mitzumachen, war ein bisschen beschwipst zu sein. Manche mehr als andere.
Ja, ihr könnt euch noch die letzten Tage des Dezembers auf einige tolle Neuigkeiten freuen. Wie gesagt, wir haben noch Jumpfester, wir haben noch unseren Adventskalender, der erst so ein bisschen mehr als die Hälfte durch ist. Und ja, ich freue mich auf das nächste Jahr mit euch. Dann, ich glaube nicht, dass ihr euch nochmal separat verabschieden müsst, oder habt ihr einen Drang dazu? Wünsch nur frohe Weihnachten, guten Rutsch und dann Hammer. Ja, genau. Frohes Fest, feiert schön perfekt, ja. Weihnachtsbaum. Besser kann man es nicht sagen. Frohe Weihnachten, guten Rutsch. Wir sehen uns dann wahrscheinlich im nächsten Jahr.